Markt. Der vollkommene Markt ist ein theoretischer Idealmarkt. Den gibt es nur in der Theorie. Und in dieser Theorie erfüllt dieser theoretische Idealmarkt ein paar Bedingungen. Zum Beispiel die Menschen, die sich auf diesem Markt bewegen, sind Homo economicus. Notieren wir das. Ja, vollkommener Markt bedeutet, hier bewegt sich der Homo economicus, den haben wir gestern schon kennengelernt, der Rationaldenker, ne, der nach dem ökonomischen Prinzip handelt und das ökonomische Prinzip ist das Maximal- oder Minimalprinzip. Das brauchen Sie jetzt nicht alles hinzuschreiben. Homo economicus reicht als Stichwort, das andere haben wir ja schon uns erarbeitet. Das ist das Erste. Dann haben wir auf diesem Markt vollkommene Transparenz. Vollkommene Transparenz. Vollkommene Transparenz bedeutet, wir haben den totalen Durchblick. Wir wissen alles und das sofort. Wir wissen jede Marktbewegung, wir wissen jede Angebotserhöhung, wir wissen jede Preisreduzierung. Wir haben sofort den Durchblick. Vollkommene Transparenz und das sofort äußert sich dann in der unendlichen Reaktionsgeschwindigkeit. Unendliche Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn jemand auf diesem Markt den Preis senkt, batsch, sind sie alle da. Alle sind bei dem, der das Produkt jetzt günstiger anbietet als die anderen. Unendliche Reaktionsgeschwindigkeit. Geschwindigkeit und keine Präferenzen. Keine Präferenzen. Eine Präferenz ist eine Bevorzugung. Ich kaufe meine Brötchen bei der Bäckersfrau, weil die so schöne blaue Augen hat. Die andere ist zwar einen Cent billiger, aber die ist nicht so nett wie die mit den schönen blauen Augen. Oder die ist so nett anzuschauen. Ja, wer weiß. Das ist eine Präferenz. Ja? Eben, genau. Das wäre, so ist die Welt. Ja? Wir verhalten uns so. Wir haben Präferenzen. Wir finden Menschen sympathisch oder unsympathisch. Und wir sagen, dessen Angebot kann noch so gut sein, bei dem Typ kaufe ich nichts. So ist die Welt. Aber auf dem vollkommenen Markt ist das alles durch Prämisse rausdefiniert. Das gibt es hier alles nicht. Aber ich sagte eingangs, es ist ein theoretischer Idealmarkt. Ja, und die Produkte sind auch alle homogen, die sind alle gleichartig. Ja, homogene Produkte. Die Produkte unterscheiden sich nicht, sondern sie sind gleichartig. Auch das finden Sie nicht. Ja, jede Kartoffel sieht anders aus. Ja, hier ist alles gleich, gleichartige Produkte, homogene Produkte. Daran sehen Sie schon, das ist mal wieder etwas Idealtypisches, ein theoretischer Idealmarkt. Aber, als ich das erste Mal gehört habe, da war ich in den 80er Jahren, war ich Student an der Uni Münster. Da hieß es vollkommener Markt, ja, das ist ein theoretischer Idealmarkt, das gibt es in der Praxis nicht. Das stimmt bis heute, aber. Es gibt gewisse Entwicklungen, die uns diesem theoretischen Idealmarkt näher gebracht haben. Und das ist das Internet. Das Internet. Sie können über das Internet heute sich innerhalb von Sekunden einen Marktüberblick verschaffen. Und wenn Sie eine Canon XE13.6 Kamera kaufen wollen, das habe ich jetzt gerade erfunden, ich weiß nicht, ob das Ding so heißt, aber nehmen wir es mal an, das ist ein bestimmtes Modell, das heißt so. Dann googeln Sie so ein bisschen und gehen zu einer Preissuchmaschine oder was immer und dann haben Sie das ganze Angebot. Und dann bestellen Sie online. Und wenn jetzt einer den Preis senkt, können Sie online, ja nicht unendlich, aber doch sehr schnell reagieren. Ja, einige eBay-Händler haben das zu spüren bekommen, wie hart der Preiswettbewerb im Internet ist. Das, was sie früher nicht konnten oder nicht gemacht haben, einfach, ja, 300 Kilometer fahren, weil der da 20 Euro billiger war, über Online-Bestellung können sie das realisieren. Das Internet ist eine Entwicklung, die zwar nicht vollkommene Transparenz schafft, aber doch die Transparenz verbessert.
die Reaktionsgeschwindigkeit zwar nicht unendlich schnell macht, aber doch beschleunigt. Und das sind Entwicklungen, mit denen muss ein Unternehmer heute umgehen. Wie heißt der Spruch? Ihr Konkurrent ist nur ein Mausklick weg. Ja? Ihr Konkurrent ist nur ein Mausklick weg. Früher war der Konkurrent in der nächsten Stadt, im nächsten Land. Ach, weißt du, ehe unser Kunde dahin fährt. Und da sprechen die noch eine andere Sprache. Ach, das macht doch keiner. Das ist heute anders. Und je homogener die Produkte sind, desto stärker spürt man das auch. Homogenität von Produkten intensiviert den Preiswettbewerb. Wenn im Kopf des Kunden die Produkte gleich sind, dann fragt er nach dem Preis. Das würden sie auch tun. Ja, also das ist der vollkommene Markt. Der unvollkommene Markt bedeutet, eine Bedingung ist verletzt. Ja, eine der Bedingungen ist verletzt. Und das heißt, wir haben in der Realität, in der wir uns hier bewegen, unvollkommene Märkte. Zum Beispiel die Homo economicus, die sind relativ dünn gesät. Ja, man kann sich sowas noch irgendwie zurechtstottern, wenn man sagt, es geht um Investitionsgüterprodukte. Ja, es geht um hochwertige Maschinen hier, Ihre Welt, Techniker. Ja, da geht es um hochwertige Maschinen. Da sagt man, diese Entscheidung wird eher rational gefällt. Da zählt Energieverbrauch und Kosten. Aber Da bleiben Sie doch bei Ihrer naja, Auffassung. ne, naja, Das ist ja ganz auch da wird allgemein. wahrscheinlich der dauerhaft Erfolg haben, der mit Menschen umgehen kann, der Empathie zeigt, der emotionale Brücken bauen kann. Auch der wird dann wahrscheinlich der erfolgreiche Oder auch die Verkäufer sein. Präsentation von Fräsmaschinen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.